Hallo alle zusammen, wir machen wieder was ganz Einfaches, Schnelles. Und zwar einfach ein Vanille-Grieß-Pudding oder Grießbrei, besser gesagt. Und zwar, ich habe jetzt schon mal hier die flüssigen Zutaten drin. Und zwar, eigentlich kommt auch ein bisschen Mineralwasser rein. Ich habe jetzt aber kein Mineralwasser da. Deswegen habe ich halt normales, stilles Wasser genommen. Aber ich schreibe Mineralwasser rein, weil ich denke mal einfach logischerweise durch die Blubberchen soll das Ganze ein bisschen lockerer werden. Deswegen, genau, Mineralwasser ist da drin. Etwas Schlagsahne und Milch. Dann habe ich schon mal ein Ei getrennt und unser Eiweiß aufgeschlagen. Das Eigelb habe ich hier auch neben mir noch stehen. Und hier habe ich drin die restlichen trockenen Zutaten. Und zwar Vanillezucker, dann etwas Vanillepuddingpulver und Zucker und Grieß, also Weichweizengrieß. Genau. Und jetzt lassen wir erstmal das hier erhitzen. Und das tue ich jetzt hier schon mal miteinander verrühren, dass wir dann auch gleich startklar sind, weil das geht ja ziemlich schnell. So, jetzt fängt das Ganze an zu dampfen. Dann schicken wir hier mal die trockenen Zutaten mit dazu. Das steht ja alles unterm Video in der Infobox von den Mengen her. Und jetzt natürlich das Rühren nicht vergessen. Wollen ja nicht, dass da unten sich was absetzt und anbrennt. So, das hat jetzt so 4 Minuten oder sowas gedauert. Also nicht lang. Und jetzt geben wir dann noch das Eigelb mit dazu. Und dann lasse ich es etwas abkühlen, bevor wir dann unseren Eischnee noch unterheben. Also nur einen Moment lasse ich es abkühlen, jetzt nicht bis das Ganze richtig kalt ist. So, jetzt sind ein paar Minütchen rum und jetzt geben wir einfach noch den Eischnee dazu und heben den unter. So, und jetzt machen wir noch einen Pflaumenkompott. Ich hatte erst überlegt, ob ich einfach Mandarinen aus der Dose dazu gebe, aber meine Pflaumen, ich hatte noch welche, die waren jetzt wirklich am Limit. Und da das ja zur Jahreszeit eh super passt, habe ich mich jetzt dafür entschieden. Und zwar habe ich einmal Pflaumen, Braunzucker, Vanillezucker, Zimt im Topf. Und hier habe ich ein ganz kleines bisschen Stärke mit Wasser drin. Das verrühren wir jetzt noch und geben dazu. Und dann können wir auch schon starten. So. So, und das lasse ich dann einfach so lang einköcheln, bis es ein bisschen eingedickt ist. Und dann, und der Zucker soll sich natürlich auch aufgelöst haben, ganz klar. Und dann kann man es abkühlen lassen. So, und das ist jetzt unser Grießbrei mit unserem Kompott. Und zwar, ich denke mal, dass es so 2 bis 3 Portionen sind, je nachdem. Ist ja immer relativ. Also den Grießbrei habe ich schon probiert. Aber den Kompott noch nicht. Ich will mir jetzt auch nicht so ein Riesenstück nehmen, weil dann ist meine Unterlage gleich wieder bekleckert. Da kenne ich mich zu gut, aber ich habe ja den Saft geschmeckt. Perfekt, schmeckt super lecker. Und der Grießpudding, der schmeckt halt richtig schön, weil er die Sahne halt auch drin hat. Richtig schön cremig und ja, perfekt. Und deswegen kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken
Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!